So, damit willkommen zurück. Ich habe gerade eine Aufnahme gemacht. 11 Minuten war sie lang, mit viel Gerede, schön gemacht. Nicht gespeichert, danach eine andere Schlacht gestartet. Absturz. So, deswegen werde ich, weil ich keinen Bock habe, meine Zeit zu verschwenden, folgendes machen. Ich habe mit Isengard angefangen. Da müsst ihr mir jetzt einfach vertrauen. Genau. Diese Schlacht konnte ich nicht schlagen. Absturz. Ich weiß nicht warum, war einfach so. Jetzt habe ich schon zwei Schlachten, die ich nicht schlagen kann. Aber ich weiß, dass ich diese Schlacht gewinnen würde. Ist einfach so. Weil das ist ein Low-Typ. Ich habe Gothmog. Kriege ich hin. So, erstmal gucke ich, was passiert, wenn ich hier auf automatisch Berechnung mache. Verliere ich. Verliere ich? Ernsthaft? Okay, dann muss ich es manuell schlagen. Okay. Kacke ist das. Wie schaut das hier aus? Weil ich kann diese Schlacht nicht schlagen, dann muss ich. Es stürzt ab. Wenn ich hier auf Echtzeit drücke, stürzt ab. Das Problem ist, es stürzt mit einem Blackscreen ab auf der linken Seite von meinem Hauptmonitor. Weil mein Hauptmonitor Blackscreen kann ich nichts mehr machen. Ich kann nicht rausswitchen, gar nichts. Der Task Manager öffnet sich auf dem Hauptmonitor. Ich kann nicht rüberschieben, ich kann das Programm nicht schließen. Okay, was ich machen kann, pass auf, Task Manager. Damit ihr das seht, ich will hier nicht rumdingseln. Prozesse. So. Ich schiebe ihn mir rüber auf die linke Seite. Ich drücke auf Echtzeit. Es wird abstürzen. Black Screen. Seht ihr das? Black Screen. Ich kann nichts machen. So. Keine Rückmeldung. Steht auf dem Task Manager. So. Also Task beenden, abschießen. Das ist jetzt schon, das Spiel läuft bereits. So, das ist halt der Scheiß. Und auch deswegen kaufe ich mir Total War 3 nicht. Wenn es rauskommt. Habe ich in der anderen Aufnahme gesagt, die abgeschmiert ist. Schade. Gut. Ich hätte sie eigentlich beenden sollen und hochladen, damit ihr seht, dass ich Helms. Aber ich muss Isengard nochmal spielen, also spielt das keine Rolle. So. Also. Weil buganfällig, keine Mods waren. Ich habe so schön gesprochen, Mann. Jetzt ist das alles weg. Will ich nicht alles wiederholen. Will ich einfach nicht. Pech. So, das heißt, das hier muss ich automatisch berechnen. Ist einfach so. Das hier verliere ich, obwohl ich es gewonnen habe. Dann muss ich es per Echtzeit spielen. Okay. Ah, ich hoffe, dass dieser andere Pass da oben, wo ich mit dem Hexenkönig war, dass ich den spielen kann. Ansonsten sind die. Entweder sind die. Die Helden buggt. Ne? Oder die Regionen sind buggt. Ich weiß nicht, was den Black Screen verursacht, den Absturz, aber er ist da. Gut. Aber jetzt habt ihr das gesehen, jetzt wisst ihr Bescheid und gut ist. So. Ja, dann erzähle ich den ganzen Bums halt nochmal. Scheiß drauf, aber speichern danach. Muss unbedingt danach speichern. Ja, generell, was ich gesagt hatte, war, dass ich mir Total War 3 nicht sofort bei Release holen werde. Weil es ist cool, klar, aber folgende Gründe sprechen für mich dagegen. Nummer 1. Eins. Es gibt nicht, soweit ich weiß, ich werde mir Videos dazu anschauen. Aber es gibt nicht die Fraktion, die ich spielen möchte. Wenn ihr das Video seht, ist das Spiel schon ein Jahr draußen. Und dann wird es das wahrscheinlich auch günstiger geben, wo ich es mir dann kaufen kann. Dann wird es auch Mods geben. So. Preis ist der erste Grund. Ich habe keine Lust, 60 Euro am Anfang auszugeben. Musste ich sein. Wenn ich das Spiel ein Jahr später für 20, 30 Euro bekomme, fein, passt für mich. Kein Problem. So. Das ist das Erste. Dann die Mods. Die ich aktuell habe, gibt es dort nicht. Zum Beispiel Steelface Overhaul. Oder Better Seatress, weil die Seatress im Zweier sind echt. Ich finde sie relativ cool, aber irgendwie sind sie auch Garbage. So. Ja, die Mods gibt es nicht. Es gibt Bugs. Es sind nicht die Fraktionen da, die ich spielen will, soweit ich weiß. Ich will die Lizards spielen. Gibt es nicht. Pech. So. Dann was noch? Preis, Mods. Ja. Das war es im Großen und Ganzen eigentlich auch schon. Weil ich. So. Dann möchte ich erstmal gucken, Videos anschauen. Taugt mir das Spiel? Weil man muss tatsächlich sagen, ja, es ist ein Nachfolger.
Das heißt aber nicht, dass es automatisch gut wird. Also wenn ihr guckt, Command & Conquer 4 im Vergleich zu Command & Conquer 3, ja, kann man komplett vergessen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe es nie gespielt, aber was ich gesehen habe, werde ich es auch nie spielen. Weil, nein, einfach nur nein. Ganz schlecht. So, gibt bestimmt noch viele andere Prequels, die einfach Sequels, die einfach schlecht waren. Ja. Dann, was noch? Ja, wie gesagt, ich werde mir da Videos anschauen. Einfach, weil ich wissen möchte, was ist neu? Der Vergleich vom Zweier zum Dreier. Diplomatie interessiert mich sehr. Kann man Regionen tauschen? Kann man einer KI sagen, mach mal das, gib mir das? Oder es passiert dies und jenes. Bei Total War Rome war das möglich. Das hat zwar für mich nie funktioniert, ich war auch ein super Noob in dem Game. Ja, man konnte sagen, gib mir 5000 oder wir greifen an. So, oder gib mir diese Region oder wir holen sie uns mit Gewalt. Keine Ahnung, dafür geben wir dir aber Geld oder so. Ja, man hatte halt einfach diplomatische Möglichkeiten, die durchaus interessant waren und auch das Spiel bereicherten. Sie haben zwar nicht so gut funktioniert, aber wie auch immer. Belagerung. Wie werden die Belagerungen in dem Spiel sein? Werden sie Spaß machen? Sind die Mechanics der Belagerung, die sie jetzt hinzugefügt haben, gut? Machen sie es interessant? Wie ist das Balancing? Weil für mich war es immer so, dass ich bei einer Belagerung finde ich, also Feldschlachten sind cool, aber ich fand immer Belagerungen interessant. Deswegen finde ich auch eigentlich hier Belagerungen nice, ne? Nur es ist halt schlecht gebalanced. Es ist ganz schlecht gebalanced. Und da frage ich mich dann halt, hey, wie ist das aktuell gebalanced und gebaut, das ganze Spielzeugs, ne? Gibt es Möglichkeiten, die es vorher nicht gab, die das Spiel interessant machen? Für mich war es nämlich immer so. Also bei Total War 2 hat es Settlements, Siedlungen, und die können von Stufe 1 bis 5 sein, je nachdem, ob es eine Provinzhauptstadt ist oder nicht. So. Und je nachdem, was du für ein Settlement-Stufe hast, hat die halt unterschiedlich große Garnisonen, Einheiten drin. Manchmal Mauern, manchmal keine. So, ohne Mauern gab es halt eine Feldschlacht, mit Mauern Belagerungsschlacht. Und für mich, in meinem Verständnis, wäre das perfekte Balancing, und das versuche ich mit Mods hinzukriegen, deswegen habe ich auch die Pierce's Better Sieges Mod und, aktiviert und da getweakt mit Values, also ich habe Werte in der Mod verändert, damit sie meinen Wünschen entsprechen, wie ich denke, das Spiel sollte gebalanced sein und macht mir Spaß. Na, es ist ein hochgemoddeter Run, aber mir taugt er. So, und da ist jetzt die Sache folgendes. In meinem Empfinden sollte eine Belagerung, eine Siedlung, wehrhaft genug sein, um ein Fullstack an Gegnern, also eine Armee mit 20 Truppen teilen, abwehren zu können, wenn sie auf Stufe 3 ist. Das sollte even sein. Das heißt, eine einzelne Armee sollte es schwer, wirklich schwer haben, eine Siedlung einzunehmen. Es sollte aber möglich sein. So, das wäre jetzt mein Optimum für Stufe 3. Weil das ist so das, der Mittelwert, ne? Von 1 bis 5 ist 3 die Mitte und ja, sollte even sein. Also wenn jemand angreift, sollte er es verdammt schwer haben oder gut schwer haben. Also smart spielen und ein bisschen Glück haben vielleicht, wie auch immer. Obwohl Glück kein entscheidender Faktor sein sollte, aber ihr wisst schon, er sollte gut sein und es gut spielen, wenn er das Settlement einnehmen möchte. So. Während hin der Typ im Settlement eine gute Chance haben sollte, es zu verteidigen. Er sollte jetzt, also er dürfte halt keine schweren Fehler machen, quasi. Er sollte einen Vorteil haben, finde ich. Wenn du, na, so.
Und dann auf Stufe 4 sollte man 1,5 bis 2 Armeen abhalten können. Bei 2, finde ich, sollte dann der Angreifer einen Vorteil haben, also von den, sagen wir, das heißt Vorteil, bessere Chancen, je nachdem, je nachdem. Und bei Stufe 5 geht es halt dann richtig ab. Na, Stufe 5 ist dann, da sollte man 2 Armeen Minimum brauchen, um gute Chancen zu haben, das Ding einzunehmen. Oder halt, dass man sich wieder anstrengen muss. Weil ein Settlement, es bringt halt wenig, ein Settlement mit Mauern zu versehen und einen Bauslot zu verballern. Von 4 Bauslots hat man dann bloß einen. Wenn man eh im Late Game dauernd verliert, dann braucht man das gar nicht mehr. So, fände ich halt doof. Weil, ne, alles sollte viable sein. Und Mauern sind halt nicht viable, wenn jede 20er Bums-Armee im Late Game das Ding einfach kaputt machen kann. Bringt nichts. Finde ich doof. Ne, ist einfach doof. Und das habe ich versucht mit Mods zu kriegen. Und da würde mich interessieren, wie ist das Balancing? Und wie ist es dann? Weil ich werde halt, wenn ich das Spiel mir jetzt für 60 Euro kaufe, nicht glücklich damit. Weil ich denke, ja, ist ganz nice, aber hat dann nicht die Fraktion, die ich will. Und das Base Game ist einfach nicht so gut wie die Mod-Version. Weil die Modder, das sind halt begeisterte Spieler, die wirklich das Maximum rausholen wollen. Meistens. Also bei krassen Overhaul-Mods. Und das finde ich interessant. Und das hätte ich halt gern. Und Steelfaith Overhaul-Mod wird es halt erst geben nach einiger Zeit. So. Oh, kein Blackstream. Okay. Das ist halt so das Ding. Ne? Und dann, brauche ich es mir jetzt nicht kaufen, das ist das Ding. Obwohl es in 6 Tagen rauskommt. Nein. So. Und was ich auch noch gesagt hatte, was ich auch als durchaus wichtig empfand, als interessanten Fakt, den man sich überlegen kann, anzubringen. Ein Gedankenexperiment. Ich hatte in der Aufnahme, die ich dann gelöscht habe wegen dem Absturz, auch noch ein bisschen über Herr der Ringe 1 und 2 gesprochen, also Schlacht mit Lehre. Und zwar, hier sollte ich mal ausbilden. Ne, das noch nicht. Und zwar folgendes: dass ich das Konzept von den Fixbaupunkten aus dem Einser im Rückblick ziemlich gut fand. Also damals kam es halt raus, man hat es hingenommen. Dann kam das Zweier raus, wo man frei bauen konnte und dachte sich, wow, endlich frei bauen, wie bei StarCraft und was weiß ich, das ist so viel besser. Woo. Und jetzt bin ich wieder, wo ich so nochmal kritisch drüber nachdenke, an dem Punkt, wo ich mir denke, es wäre eigentlich cooler, wenn es, also was heißt, es wäre cooler, ich fände es interessant, wenn es ein Konzept gäbe, ein Spielkonzept, das beide Konzepte beinhaltet. Die Fixbaupunkte, weil die nämlich gewisse Tension bauen, aufbauen, also eine gewisse Spannung aufbauen, gewisse Spannungspunkte, um die gekämpft wird. Wenn du nämlich Ressourcengebäude nur an bestimmten Punkten bauen kannst, naja, dann werden diese Punkte natürlich umkämpft sein, weil sie sind wertvoll. Deswegen weiß ich nicht, ob ein Konzept interessant wäre. Also, wo? Lel. Wenn es ein Konzept gäbe, das beides beinhaltet. Zum Beispiel Fixbaupunkte an manchen Stellen und freies Bauen an anderen Punkten. Zum Beispiel könnte man ja, also dieses Feuer hier, für Rohstoffgebäude Fixpunkte haben, ne? Und freies Bauen für Mauern, Türme und sowas, ne? Für defensive Strukturen, dass man die freisetzen kann. Das ist ja dann so ähnlich wie bei, ja, es ist so ähnlich, nicht ganz, aber so ähnlich wie bei Heroes, ach, wie hieß es? Company of Heroes.
Auch ein sehr geiles Spiel. Kann ich jedem nur empfehlen. Ist auch alt, aber richtig gut. Weil da kann man auch frei bauen. Es gibt aber Regionspunkte, die man einzunehmen hat, die Ressourcen geben. Oder einfach nur Vision. Aber meistens Ressourcen. Die kann man auch upgraden. Dann geben sie noch mehr Ressourcen und sind ein bisschen schwerer wieder weg einzunehmen. Zum Beispiel. Ist durchaus interessant. Ja? So. Ja, und das sind so Dinge, wo ich mir sage, hey, so ein Konzept könnte spannend sein. Ja? So, ich bräuchte jetzt hier mal mehr Ausbildungsgebäude, bin ich ehrlich. Ja. Ist die Frage, ob sie den Drachen schon getötet haben. Oh, da ist ein Azor. Okay. Na gut. Okay. Gut. Naja, das bringt so gar nichts. Wenn ihr so rein intet, dann bringt das wenig. So. Feuerdrache ist los. Ja. Habe ich schon einen Q? Ja, gut. Ich würde den schon gern töten. So, das Deck, das macht jetzt richtig Schaden. Damit müsste Azog ordentlich Probleme bekommen. So, mehr Orks. Bin natürlich kein Fan davon, dass das hier jetzt wieder so lange dauert. Diese Schlacht, aber gut, so ist es halt. Okay. Bin ein bisschen schlecht dabei. Na? Leider. Ist der Drache? Das gehört noch mir, sehr schön. So, ich brauche mehr Orkrum. Das hätte ich früher besser bauen sollen. Aber ist jetzt halt so. Ah, so. Oh, der Feuerdrache, der macht das schon. So. Okay. So. Passt. Passt. So. Weiter geht's. Gut. Ich warte jetzt auf seine Dunkel. Obwohl die Orks haben nichts mehr, ne? Die sind fast tot. Ja. So. Dann können wir das einnehmen. Ja. Genau. So. Eine Orkgrube will ich aber noch. Sehr schön. So, der Drache lebt noch. Perfekt. Gut. Ach ja. Lang hatte ich das jetzt nicht. Ja. Aber okay. Gut. Weiter geht's. Okay. So. Oh, der Drache stirbt. Das ist nicht gut. Der muss da weg. Lauf, 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 lauf.
So. Trolle. So, Drache lebt, Drache lebt. So. Okay. Drache lebt, sehr schön. Sehr schön. Okay. Truppen fertig. Okay. Gut. So. Gut. Passt, ne? Bald gibt's einen Ballrock. Der macht dann dü, 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 dü. Und dann tut alles weh. Das Würmli, das sollten wir mal besser ignorieren. Trommler-Troll. So. Oh, der ist tot. Oder? Ja. Nee, lebt noch. Gut. Schön. Arbeiter, an die Arbeit! Naja. Bom, 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 bom. Ja, Trommler-Troll. Finde ich cool, dass es eine Einheit gibt, die Führerschaft gibt. Ist echt nice. Hat was. So. Noch ein Gebäude fertiggestellt. Noch eine Ork-Horde kommt aus der Grube. Passt, ne? Langsam haben wir jetzt genug. Okay. So, dann gehen wir wieder rüber. Und gleich gibt's Ballrock und bum 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 und dann ist alles. Dann ist alles egal. Ja. So. Ha! Ein brennender Troll. Auch nicht schlecht. Oh, ja. Feuerdrache ist nicht schlecht. Okay. Okay, ja, nice. Ja. Kann ich alles ignorieren. Ja, kann ich zum Glück alles. Hey. So. Dann wollen wir mal gucken gehen, wo wir das am besten hin tun. So. Hier sieht gut aus, ne? Ja. So. Bumm. Bumm. Bumm.
Schade. Gut. Ja, mach da mal. Schade. Ah, da ist ein Drachen. Auch nicht schlecht. Gut. Gut. Das können wir noch. Bumm. Das noch. Ja, und der Rest ist tot. War jetzt aber ziemlich easy. So. Und fertig ist. Baumeister töten. Brenn, 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 brenn. Und fertig ist. Töten, töten, töten. Und fertig ist. Gut. Speichern, speichern, speichern. Speichern, speichern, speichern. Haben wir wieder geschafft, ne? Easy. Nichts behalten. Na, so viel hatte ich am Schluss gar nicht mehr. Passt. Speichern, speichern, speichern. Dann mache ich jetzt hier Ende und dann kommt die krasse Schlacht. Oh Gott. Heyo there, thank you for watching. If you'd like to support me, simply hit the thumbs up button. Do you have any wishes, feedback or suggestions, put them into the comments below. You may also subscribe if you're new to the channel. I wish you a wonderful and stress-free day. Take care, bye bye.